Wir befinden uns auf dem Nierenzellkarzinom-Expertentreffen 2015 in Feldafing. Bei uns ist Dr. Katrin Bothe, Funktionsoberärztin der Urologie der Universitätsklinik Kiel. Vielen Dank, dass Sie kommen. Sie haben eben einen Vortrag gehalten über das sarkomatoide Nierenzellkarzinom und seine Therapieoptionen. Können Sie uns zuerst die Frage beantworten, was bedeutet eine sarkomatoide Differenzierung? Ja, vielen Dank. Das ist tatsächlich erstmal schon schwierig, weil Nierenzellkarzinom ist nicht gleich Nierenzellkarzinom. Durch die feingewebliche Untersuchung durch den Pathologen können Untergruppen identifiziert werden. Eine dieser Untergruppen stellt das sarkomatoide Nierenzellkarzinom vor, das allerdings auch gekoppelt mit anderen feingeweblichen Aspekten vorkommen kann, wie so in einem Puzzle. Spricht man über den sarkomaten dedifferenzierten Typ, handelt es sich um einen sehr seltenen Tumor, der mit einer Wahrscheinlichkeit von 3% in dieser großen Gruppe vorkommt. Leider ist es auch ein sehr aggressiver Tumor. Zum Zeitpunkt der Diagnosestellung sind schon 40-80% Metastasen bei Patienten zu finden. Wenn das so aggressiv ist, dann muss das ja auch behandelt werden. Welche Therapieoptionen gibt es denn zur Behandlung? Es ist so, dadurch, dass es sich um so einen seltenen Tumor handelt, gibt es keine wirklichen Studiendaten, jetzt ganz auf den Punkt große Studien angelegt, weil eben sehr selten. Deswegen ist es heute leitliniengerecht so, dass man sagt, okay, man behandelt es erst einmal wie den klassischen Hellzeller. Das ist die große Gruppe der Nierenzellkarzinome. Das heißt, hier kommen in Frage die Tyrosinkinase-Inhibitoren. Das kennt man, sowas wie Sunitinib oder Sorafenib. Daten zu Pazopanib gibt es beim Sarkomatoiden leider gar nicht, sodass man diese Tyrosinkinase-Inhibitoren nennen muss. Und da ja zum Zeitpunkt der Diagnosestellung häufig schon eine fortgeschrittene Metastasierung vorliegt und der Patient eingeschränkt ist, handelt es sich häufig auch um Patienten, die der sogenannten Poor-Risk-Gruppe, also dem Patienten, der fortgeschritten ist und dem es schlechter geht, zugeordnet werden muss. Deswegen kommen auch Therapien mit den sogenannten mTOR-Inhibitoren, hier insbesondere zu nennen, dem Temsirolimus in Frage. Ich hatte ja schon gesagt, dass es sich leider um einen sehr aggressiven Tumor handelt. Das heißt, die Therapiekonzepte angelehnt an das hellzellige Karzinom sind hier weniger erfolgsversprechend. Man kann ein Ansprechen des Tumors zeigen, nur leider nicht so effektiv, wie häufig bei den hellzelligen Tumoren zu sehen ist. Nun gab es eine Veröffentlichung, jetzt gerade im Januar, auf dem ASCO-GU. Das ist der Kongress für urogenitale Tumoren von den Onkologen in Amerika. Können Sie uns kurz abreißen, was da gemacht wurde in dieser Studie? Da ich ja gesagt hatte, dass dieser Tumor so furchtbar aggressiv ist und die zur Verfügung stehenden Therapieoptionen immer noch unbefriedigend sind, ist die Überlegung, die man gemacht hat, ob nicht Kombinationen mit anderen Therapeutika hier ein besseres Ansprechen, einen besseren Angriff auf den Tumor ermöglichen. Deswegen ist eine Studie, tatsächlich eine richtige Studie, aufgelegt worden, wo man das Sunitinib als Tyrosinkinase-Inhibitor kombiniert mit einem klassischen, echt altbekannten Chemotherapeutikum, dem Gemcitabine. In diesen sehr erfolgsversprechenden erstmal Phase 2, Phase 2 heißt, man hat es jetzt probiert, man hat die Dosis gefunden, man hat die ersten Patienten behandelt. In diesen sehr erfolgsversprechenden Daten zeigt die Kombinationstherapie zwei Dinge. Das eine ist, doch schon ein tendenziell besseres Ansprechen der Tumoren, als wir das vorher kannten. Und, was ich jetzt gar nicht so erwartet hatte, aber was sehr erfreulich ist, eine geringe Toxizität. Toxizität heißt, dass das Zeug ja giftig ist, wenn man über Chemotherapien spricht. Das ist ein Gift, das man dort gibt. Und da muss man ja mit Nebenwirkungen rechnen. Aber diese Nebenwirkungen, die beobachtet wurden, waren gar nicht so drastisch, wie man das in einer Kombinationstherapie erwartet hat. Basierend auf diesen Daten, die jetzt auf dem ASCO-GU vorgestellt wurden, also dieser Phase-2-Studie, ist jetzt eine Phase-3-Studie ins Laufen gekommen. Das wiederum bedeutet, dass
einer breiteren Menge von Patienten, einer größeren Gruppe, dieses Konzept zur Verfügung gestellt werden kann und überprüft werden kann, ob man hier vielleicht doch einen Ansatz in eine neue Standardtherapie gefunden hat. Das freut uns natürlich für die Patienten, dass da die Forschung halt weiterhin, dass da geguckt wird, was die Forschung da noch machen kann, was man für diese Patienten noch machen kann. Frau Dr. Bothe, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.